Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir mit Frankens Bierwelt zu Gast bei der Brauerei Hufeisen in Pottenstein und Zeit hat sich hier der Chef, der Inhaber genommen, das ist der Peter Wiegertner. Peter, schon mal vielen Servus. Dank. Servus, grüß dich. Trinken wir gleich mal, bevor wieder die Schaumkrone nicht mehr so schön ist. Peter, du hast 2009 die Meisterprüfung zum Brau- und Malzmeister abgeschlossen. Danach bist du gleich in den elterlichen Betrieb eingestiegen und dann wolltest du das gleich für die Zukunft richten. So ist es, genau, richtig. Ja, wir wollten damals, weil natürlich auch die Nachfrage da war, die Hauptsorte, vor allem unser Bio-Dunkel, jetzt Bio-Dunkel, wollten wir umstellen in Bio-Qualität, weil die Nachfrage eben, die Leute haben gesagt, okay, regional ist natürlich immer gut und steht auch ein bisschen über Bio mittlerweile. Aber wir haben gesagt, also Familienrezept, wir starten jetzt mit dem Dunklen. Wir wollten dann eigentlich mit Weizen und Pilz weitermachen. Aber eine Sorte reicht völlig, wenn man das in Bio auch anbietet, weil man natürlich dann auch diese Kunden bedienen kann. Das ist ja immer die Hauptsache. Ne? Das ist natürlich eure Nummer 1 Sorte, die Hauptsorte, das Hausbier. Richtig. Ihr habt natürlich dann auch noch einen Pilz und Kellerweizen dazu bekommen. Kannst du auch noch mal was sagen? Sind alle unfiltriert, bis auf das Pilz, da will man ein bisschen den Glanz sehen. Also das ist so, wir haben am Anfang haben wir das Pilz auch unfiltriert angeboten, dann haben die Leute immer gesagt, ah, das passt nicht, der Pilz muss filtriert sein. Dann haben wir gesagt, gut, wir filtrieren das, aber Weizen und Dunkel ist wie früher, in der guten alten Zeit sagt man ja immer, unfiltriert. Und unser Weizen, unser Kellerweizen, das wird im Tank zur Reife gebracht. Also das ist keine Flaschengärung, wie man es eigentlich kennt, sondern das wird im Tank, wird es gespundet und dann wird es gefüllt. Das heißt, unser Weizen ist wahrscheinlich mit eins der einzigen, wo man direkt aus der Flasche trinken kann. Was die Leute auch schätzen mittlerweile, weil man nicht immer ein Glas mit rumschlafen muss. Ne? Dann habt ihr die drei Hauptsorten, dann kam natürlich noch immer eine Sondersorte dazu. Hier ist natürlich das neueste Kind. Das neueste Kind. Das ist ein richtig. Radler. Kannst du da nochmal was zu den Sondersorten, Extrasorten sagen? Genau, also das Radler, weil natürlich die Nachfrage immer größer geworden ist. Man möchte leichte Biere, alkoholfreie Biere. Radler natürlich. Gut, die Franken sagen jetzt wieder, Radler in der kleinen Flaschen ist eh schon schlimm genug. Aber wir wollen natürlich auch die Frauen bedienen. Und es ist ein naturtrübes Radler, ein dunkles Radler. Ist auch selten mittlerweile und es ist ohne Zucker. Dann haben wir ihm gesagt, gut, Sommer natürlich, starten wir damit und schauen wir, wie es anläuft. Es läuft sehr gut, ein sehr gutes Feedback, das freut uns natürlich. Und jetzt nehmen wir es auch wahrscheinlich dann fest mit auf und 0,5er werden dann natürlich auch folgen. Unser Lockdown-Lager, haben wir ja auch schon öfter gesehen. Passt das war Zeit. Eigentlich so aus der, ja, ich sag mal, aus der Corona-Zeit raus. Dann haben wir gesagt, okay, jeder macht da irgendwas, warum machen wir das eigentlich nicht? Und dann haben wir gesagt, gut, unser Lagerbier ist das in kleine Flaschen und dann steht halt jetzt Lockdown-Lager drauf. Und wenn das jetzt gar vergriffen ist, dann ist es halt das Hufeisenlager. Ne? Und das Bursting Pipes, das ist eine Rockgruppe, da spiele ich auch unter anderem. Da haben wir damals gesagt, okay, was können wir denn machen? Rockmusik und Bier passt immer gut, ja. Machen wir. Und es wird auch sehr gut angenommen, ist wie das Lager ähnlich, bloß ein bisschen leichter gehopft natürlich, dass es auch Frauen wieder trinken. Und es kommt super an und es war natürlich jetzt mit der Musik in der Corona-Zeit unsere einzige Einnahmequelle, muss man sagen, weil die Kosten laufen ja, Proberaum und. Und dann haben wir gesagt, gut, das machen wir und wird natürlich auch gut angenommen, was uns auch freut. Du hast es jetzt schon angesprochen, das ist eigentlich auch für eine Rockband. Ihr unterstützt auch noch, sagen wir, Brauer, wo noch nicht so weit sind, wo noch in den Anfängen sind, für die können wir auch natürlich auch mal brauen. Richtig, also das ist unser zweites Standbein, das ist das Lohnbrauen. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Rezept hat und sagt, okay, meine Anlage, ich kann bloß 50 Liter, 100 Liter machen, wir übernehmen das alles, der gibt uns das Rezept, wir rechnen das aus, brauen es, füllen es ab mit einem Jahr MHD, das ist auch bei Kleinbrauereien selten, dann haben die keinen Verkaufsdruck. Und mittlerweile haben wir Kunden wirklich von Kiel bis Rosenheim, von links nach rechts, quer durch ganz Deutschland, Österreich mittlerweile schon. Und das wird auch gut angenommen. Ne? Und die wollen natürlich im Hintergrund schon einen Braumeister haben, wo sagt, okay, der kennt sich aus, so und so muss es laufen und ich unterstütze die dann natürlich auch, logischerweise. Ne? Jetzt habt ihr natürlich bis 1990 woanders gebraucht, dann habt ihr umgestellt, umgebaut und da habt ihr natürlich jetzt auch was mit angestellt, mit dem alten das ist, Brauhaus. Genau, das ist das ehemalige Sudhaus, beziehungsweise der Gär- und Lagerkeller. Da haben wir, das war in 90 oder 97 war das dann, das war einige Zeit leer gestanden, haben wir es umgestaltet, der Getränke- oder der Gärkeller ist eine Kellerwirtschaft jetzt.
Und wo der Lagerkeller war, da ist unser Getränkemarkt drin. Also das ist richtig in Fels gehauene, ja, ein Keller einfach, Naturkeller, als Bier natürlich im Sommer, die beste Temperatur, ne? Zwischen 8 und 10 Grad. Kaufen, aufmachen, trinken, fertig. Und so muss es sein. Wesentlich besser wie so ein Getränkemarkt, was man dann sieht, wo dann die 1000 Watt Scheinwerfer innen noch drauf schauen oder genau, außen, der Sonnenschirm außen. Ja, im Sommer bei 35 Grad wird das Bier nochmal gekocht. Das tut dann schon immer das Herz weh als Brauer. So ist es, ja, aber gut, so ist es mittlerweile. Ne? Was will man da sagen? Früher hätte es nicht gehen. Ihr bietet da natürlich auch Brotzeiten an und natürlich das Bier auch direkt. Sagt, genau. 10 Meter Leitung, habe ich genau. mal gelesen. Also 15 sind es. Aber frischer geht es dann wirklich nicht mehr. Genau, richtig, ja. Das ist in der Gastwirtschaft, die momentan, welcher Corona haben wir nur zu, weil wir die Auflagen nicht einhalten können, was uns auch leid tut. Aber wir schenken direkt vom Tank aus, vom Brauereitank. Also frischer geht es eigentlich nicht mehr. Wir sparen uns da die Fässer und, und. Und natürlich Brotzeiten, fränkische Karte, Flammkuchen machen wir. Das macht meine Frau auch. Und da ist sie gerade, hallo Jasmin. Hallo. ja, und dann, wir hoffen, nächstes Jahr wird es besser und dann starten wir wieder voll durch natürlich. Das. Wo gibt es das Bier noch eigentlich zu kaufen oder so? Ihr habt auch einen wunderschönen Online-Shop mittlerweile. Genau, Online-Shop haben wir gemacht. Das ist natürlich auch Corona-Zeit. Haben wir gesagt, okay, die Leute möchten das schon gern zu Hause auch trinken, wollen aber jetzt nicht unbedingt da rumfahren. Dann haben wir gesagt, Online-Shop natürlich. Dann haben wir verschiedene Getränkemärkte in Nürnberg, in Erlangen natürlich auch. Und Gastronomie ist halt bei uns sehr stark. Wir beliefern die Erlebnismeile, Teufelshöhle, Rodelbahn und. Also da kriegt man überall unser Bier. Aber wir möchten gerne schon nur um Schornstein rum, weil Bio und 200 Kilometer vorn passt ja irgendwie nicht zusammen. Na, und wir machen das um Schornstein rum und sind dann auch ja, so zufrieden damit. Es läuft gut. Regional halt. Regional. Regional genau, ist immer richtig, am besten. Richtig. Natürlich wie in Franken üblich. Gibt es auch ein Schnäpschen dazu. Brotzeit gibt es auch. Dann gibt es ein Schnäpschen auch. Und da destilliert ihr auch selber? Machen wir auch selber, ja. Wir machen vieles, du merkst schon. Wir haben eine eigene Destille seit 90. Wir haben ja damals die alte Brauerei ins Haus dann integriert. Das war 1990. Und dann haben wir gleich eine Destille dazu gekauft. Wir haben am Anfang auch Obstbrände gemacht, aber das geht bei uns nicht so. Das ist mehr Feuchheimer Gegend. Ja. Da haben wir gesagt, gut, bei uns gibt es reinen Bierbrand. Wir machen unser Dunkles dann quasi. Ein bisschen steiger natürlich, dass man mehr Ausbeute bekommt. Und dann wird er destilliert, zurückverdünnt auf 40%. Und dann gibt es den in der Literflasche, in der 0,33er Flaschen oder natürlich direkt im Wirtshaus, zack, ist Stamperle. Eh immer am besten. So ist es. Weißt du noch, warum hier das Hufeisen heißt? Gibt es eine Überlieferung, wo das herkam? Ja, das war früher, weil das war die Zunft, das war die mit die Pferde hat es zu da gehabt. Und da haben sie immer, wenn die bei uns ihr Zunfttreffen gehabt haben, haben die das Hufeisen an Türstock nagelt. Und dann war es halt irgendwann das Hufeisen, wie es vorher geheißen hat. Das ist zu lange her schon. Also aber du machst das jetzt ja auch eigentlich schon fünfte Generation. Genau. Ja, also es ist natürlich jetzt schon einiges hier passiert. Richtig. Dann haben wir es jetzt auch schon fast. Das letzte Wort. Du wolltest hier auch nochmal was sagen. Ja, wir haben jetzt seit kurzem eine dritte aktive Brauerei in Boddenstein. Und ihr dürft gespannt sein. Auch auf unserer Seite wird es dann bekannt gegeben. Und einfach mal über den Shop bestellen. Man kann nichts falsch machen mit den fränkischen Biere. Und bedanken möchte ich mich natürlich bei euch, Zuschauer, Kunden und. Bei meiner damaligen Azubine, die Maria, habe ich gesagt, ich lasse mal einen Gruß da. Weiter so, wir sind echt überwältigt vor dem Zuspruch, auch wegen Corona, dass das regional und natürlich die Kleinbrauereien unterstützt wird. Und das war's, würde ich sagen. Und natürlich, wenn einer hier vorbeischauen möchte, die Gegend ist natürlich herrlich. Unschlagbar, auch allein, wenn man mit Auto durchfährt als Fauler, aber ist ja alles da, von Felsenbad. Genau, richtig. Felsenbad, Teufelshöhle, Rodelbahn, Stausee und. Was ihr noch gesehen habt, war eurer Seite, ihr habt so ein komisches Flugzeug. Einen Tragschrauber haben wir, ja. Das macht der Senior. Der Senior, der Burgenrundflüge bieten wir auch noch an. Zusätzlich Motorradtouren kann man auch machen bei uns. Also wir sind so breit aufgestellt, es wird nicht langweilig. In diesem Sinne ist alles gesagt. Dann wieder danke fürs Zuschauen und natürlich bleibt gesund. Tschüssi. Servus.